Macht über dich. Sie war das erste Schiff, das mich als Kapitän annahm. War das gerade wirklich das Dingsbums Ejector, was wir hier gerade gefunden haben? Wenn ja, würde es ja bedeuten, dass der gute Edward Kenway nicht mehr ist. Was aber eigentlich gar nicht sein kann. Warum? Ach, das kann ich jetzt ja gar nicht sagen. Okay, gut. Ich merke da gerade, es ist taktisch nicht unbedingt klug, weil das hier vor Black Flag zu spielen, aber naja, gut. Jetzt habe ich schon angefangen, jetzt ziehen wir das auch durch. Kann unsere Crew nicht singen? Ne, kann sie ja nicht, okay. In Black Flag kann die Crew Seemannslieder schmettern. Das geht hier scheinbar nicht. Okay. Ist dieses vor unser Ziel? Ist ja interessant. Können wir da doch an Land gehen? Weil ich habe so auf der Map noch diesem Vorsymbol gesucht und das natürlich nicht gefunden. Zerschellen gleich an Land, Captain! Feuer! Hier zerschellt niemand. Feuer! Sieht ein bisschen zerstört aus, das Gute vor. Wir gehen nochmal an Land und gucken uns einfach mal um. Fort Lully. Wer tauft ein Fort Lully? Das ist aber irgendwie auch mehr so eher eine Ruine von einem Fort als ein wirkliches Fort. 1900 Reale haben wir hier gekriegt. Und nochmal 2000. Alter Schwede. Lohnt sich ja richtig. Spannende Frage ist nur, wo ist Kiste Nummer 3? Kriegen wir nicht angezeigt, interessant. Sehr interessant. Kommen wir hier irgendwo hoch? Weil, wenn nicht, hätte ich da noch so ein paar Fragen, was die verbleibende dritten Kiste angeht. Sehr mysteriös. Wo ist Kiste Nummer 2? Das ist doch die spannende Frage. Kommen wir hier irgendwo hoch? Nö. Wo ist die Kiste Nummer 3? Ich sehe es beim besten Willen nicht. Hier soll irgendwo noch eine Kiste sein. Aber wir kommen hier nicht mal irgendwo hoch oder so. Wenn wir hier noch irgendwo hochklettern könnten, dann würde ich das ja noch verstehen. Aber hier geht ja gar nichts. Ha! Sehr, sehr eigenartig. Kommen wir hier irgendwo vielleicht mal hoch? Weil irgendwie... Das ist schon sehr merkwürdig. Wo ist die Kiste Nummer 3? Ich verstehe es nicht. Hier ist doch nichts.
Vielleicht da hinten irgendwo? Ein Strand wäre da auf jeden Fall nochmal. Das gucken wir nochmal. Schippern wir noch einmal um das Vor rum. Spätestens dann wissen wir es. Segel setzen, Böbel! Irgendwer beschießt sich hier mit irgendwem. Feuer, Rio! Wenn die Kiste nicht da am Strand ist, dann weiß ich es auch nicht. Korbsegel retten! Und alles nieder! Also wirklich, wenn die da jetzt nicht ist, dann bin ich ehrlich überfragt. Aber ich glaube, ich sehe sie da hinten schon. Ja, seht ihr, da hinten steht sie. Das ist aber ganz schön, die nicht auf der Map dann anzuzeigen. Da ist Kiste Nummer 3. So, das hätten wir. Captain am Ruder! Was ist unser nächstes Ziel? Ich würde sagen, was auch immer das da ist. Hier gibt es viel zu tun. Also nicht viel, aber für so ein DLC finde ich, ist das nicht wenig. Inhalt, ich meine, ich spiele schon fast 2 Stunden. Ich habe schon DLCs gesehen, die kürzer waren. Ne, ich spiele schon über 2 Stunden. Letztes Mal waren ja 4 Folgen. Ha. Scheint wie so eine ganz kleine Insel zu sein, auf die wir dazu halten. Wir müssen auf jeden Fall noch viel mehr Sklaven befreien, das ist klar, weil sonst sind die Hauptmissionen sind gesperrt, bis wir genügend Sklaven befreit haben. Das ist dann ja eigentlich sozusagen animiert, ja, Nebenmissionen zu machen. Wir werden auf jeden Fall noch ein Sklavenschiff aufbringen, / aufbringen müssen. Ich würde davor ganz gerne unser Schiff, ich habe den Namen schon wieder vergessen, doch ganz gerne noch ein bisschen aufwerten, weil ich mag es ganz gerne, wenn unser Schiff gepanzert ist. Und ich den Zahnstocher beim ersten steifen Wind auseinanderbricht, sag ich jetzt mal. Das ist wahrscheinlich wieder so eine. Das ist wahrscheinlich wieder so eine Ein-Kisteninsel hier. Oh Gott, unser Schiff bewegt sich. Ganz schöner Wellengang hier. Na, ich hätte vielleicht noch ein bisschen näher ranfahren können. Nicht dann toter Wal. Scaffold Island, ein Geheimnis. Oh Mann, Moby Dick ist gestrandet. Ah, eine Reihe großer Beute für ihre gesamte Munition. Der vorige Besitzer hat bestimmt nichts dagegen. Ja, der sah nicht so aus, als hätte er da noch irgendwas gegen einzuwenden gehabt. Irgendwie fehlte da gerade der Sound, das war etwas verstörend. Captain am Ruder! So, unser nächstes Reiseziel. Wellington. Mal wieder ein bisschen Zivilisation, würde ich sagen. Los geht's! Mich dürstet es nach Zivilisation oder so ähnlich. Was haben wir denn da Schönes? Rum und Zucker. Und du? Holz. Oh, der Schoner hat Holz geladen. Ja, aber da kommen wir unser Mörser gerade nicht ran, oder? Oder doch? Oder? Toll, das außerhalb des verfügbaren Gebiets. Was ist das denn für ein Trollschiff? Der trollt uns ja. Machen wir mal ein bisschen Krawall, komm her. Das ging schnell. Sind wir ein bisschen größenwahnsinnig? Okay, wir warten noch, bis die sich ein bisschen gegenseitig zerschossen haben.
Und dann lesen wir sozusagen die Reste auf, würde ich sagen. Den hier versenken wir mal kurz. Ich sehe nichts, ich sehe nichts. So, ich bin jetzt mal größenwahnsinnig und schieße ein Kriegsschiff an. Okay, so größenwahnsinnig war es möglicherweise gar nicht. Man muss dazu sagen, ich habe sehr viel Erfahrung, was Seeschlachten angeht, aus Assassin's Creed 4 Black Flag. Von daher reichen mir hier gerade einfach nur meine Erfahrungen im Kampf gegen Kriegsschiffe zugute. Andererseits kratzt uns der Kahn aber auch ganz schön an. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Okay, das war too much. Man kann es ja mal versuchen. Na gut, das Kriegsschiff ist noch etwas zu heftig. Wir hätten es fast geschafft. Oh Gott, Sperrgebiet. Wir müssen es eventuell wieder schaffen. Haben wir ihn getroffen? Ich glaube nicht. Wir brauchen dringend einen stärkeren Rumpf, Leute. Ey, das Kriegsschiff macht uns kaputt, da können wir gar nichts machen. Bereit zu feuern! Vorsicht! Noch ein Treffer und hier sind drei Kugeln. Ja, das können wir wieder vergessen. Böser Feuer! Bleib außer Reichweite, Ade! Feuer! Oder wir versuchen es auch wie Distanz mit Mörser, könnte man versuchen. Ja, nee. Okay, Wellington kommen wir erstmal noch nicht ran, weil das wird vom Kriegsschiff bewacht. Das ist, glaube ich, ein ganz gutes Fazit der letzten Minuten. Gut, also nicht Wellington. Ist auch in Sakur, da ist der Ort verschwunden. Dann ist er da. Tauchen auch noch mehr Orte auf. Guck mal, das sind jetzt 2, 4 Fragezeichen. 6 Fragezeichen. Interessant. Okay, also nächstes Reiseziel würde ich sagen dort und dann dort. Denn das Kriegsschiff da ist noch etwas zu heavy für uns. Ich glaube, wenn wir noch einmal alles aufgewertet haben, also jede Waffe und Rüstung einmal, dann sollte das Ding durchaus machbar sein. Ja, wir haben es ja eben im ersten Versuch schon ganz gut angekratzt. Aber halt noch nicht gut genug. Oh Mann, noch ein Kriegsschiff. Wir schleichen uns einfach mal vorbei oder versuchen es zumindest. Aha, das Geheimnis ist ein Wal. Oh Gott, die bringt es auf Kollisionskurs. Deckung. Guck mal, ein großer Fisch. Ja, ich weiß nicht, wollen wir mal harponieren? Wir können es ja mal probieren. Ich habe keine Ahnung, ob wir harponieren auch hochrüsten müssen oder so, oder ob wir einfach von standardmäßig alles dabei haben. Ich habe es eben im Ausrüstungsmenü nicht gesehen. Aber ich weiß, im Black Flag kann man hochrüsten. Oh, bist du Moby Dick? Ah, der Moby Dick war ja der weiße Wal. Finde das fest! Ruhig jetzt! Oh Gott, ich sehe. Okay, war sogar ein Treffer, hey! Okay, den kratzen wir ganz gut an. Ich glaube, den kriegen wir.
berühmte letzte Worte, ich weiß, aber... Ha! Den haben wir noch erwischt. Seht ihr was? So, wenn er sich so verhält wie früher, genau. Okay, sieht ein bisschen anders aus hier jetzt, aber... Ich sag mal, man muss wissen, wie die Gegner kämpfen und dann geht das eigentlich auch. Ich weiß es jetzt noch aus Black Flag. Treffer! Treffer! Kein... Damn, voll gebasht. Oh, sieht der malträtiert aus. Das tut mir schon fast ein bisschen leid. Gut, wir haben 40 Harpunen. Das war damals die maximale Menge mit Edward Kenway. Also vermute ich mal, Harpunieren ist bei uns voll hochgerüstet. Und dann segeln wir nochmal dahin, wo auch immer das denn sein mag. Könnte so eine kleine Landzunge oder sowas sein, so ein ganz kleiner Strand an der Klippe oder sowas, wo wir an Land gehen können. Genau erkennen kann ich das noch nicht. Ja, sieht ganz so aus. Oh, ich glaube, das war eine Seemine, an der wir da gerade vorbeigeschlichen sind. So. Und Steuerruder loslassen. Und Adewale geht eine Runde schwimmen. Das klang gerade so ein bisschen fassungslos, der gute Matrose. Nach dem Motto, der Captain ist im Wasser. Was? In der Karibik? Wo das Wasser gefühlt 30 Grad hat. Da geht man noch gerne eine Runde schwimmen. Oder nicht? So, das ist auf jeden Fall die Kiste, die wir suchen. Und dann sind wir hier auch schon fertig. Jetzt haben wir irgendwas schon kräftig gesoffen. Ja, mögliches Ziel wäre noch hier einmal zum Maroon-Versteck, weil hier ist, glaube ich, irgendwie auch noch was. Zu holen, weil das Symbol ist noch nicht gelb, das heißt, da können wir noch was machen. Eine Truhe, ein Geheimnis. So, hat die Karte für uns irgendwelche Hinweise, wo wir das denn finden? Nö. Toll. Das ist tatsächlich etwas nervig, dass wir das Gebiet hier absuchen dürfen nach Geheimnissen und Truhen. Ja, ne, verkaufe erstmal noch nichts. Wenn ich eine Kiste oder ein Geheimnis wäre, wo wäre ich? Hier möglicherweise. Nö, okay. Ist aber echt blöd gemacht, dass man das Gebiet jetzt absuchen darf nach den Sachen, die man gerne hätte. So irgendwie überhaupt keinen Hinweis hat, wo das denn ist. Das ist tatsächlich ein bisschen blöd. Wir wissen jetzt, okay, es gibt hier irgendwo ein Geheimnis und irgendwo eine Kiste. Das war's dann aber auch. Mehr Informationen haben wir nicht. Das ist ein bisschen schade. Da hätte man zumindest irgendwie noch so einen Aussichtspunkt oder so einbauen können, den man hätte synchronisieren können, um... diese Sachen zu finden. Da oben könnte was sein. Nur wie kommen wir da ran? Ah, okay, über die Brücke.
Okay, da könnte vielleicht was sein. Denken wir nochmal logisch. Wenn ich ein Geheimnis wäre, wo wäre ich? Stimmt nicht mitten im Weg. Und ich wäre versteckt.